legt die Fahne runter und hört gut zu. Einige von euch sind ungeschickt und einige sind traurig. Einige von euch essen Fahnen, um die leeren Stunden zu füllen. Und für einige von euch trifft das alles zu. Au, ungeschickt, ungeschickt, ungeschickt. Aber diese Dinge, die du erwähnt hast, die wissen wir doch bereits alle selbst. Aber was ihr nicht wisst, ist, dass ihr müde seid. Es geht um den Zustand von Körper und Geist. Und bis jetzt gab es dafür noch keine Lösung. Deshalb habe ich eine erfunden. Ich glaube, ich weiß genau, was euch fehlt. Schlaf. Das klingt nach einem Trick. Wir haben Angst vor Veränderung. Okay, ich sehe, dass ihr intelligente Kunden seid, die nicht beim ersten Verkaufsgespräch zugreifen. Also werde ich euch zeigen, wie Schlaf funktioniert. Ich brauche einen Freiwilligen. Hey, du da, der, auf den alles zutrifft. Wer, ich? Au! Mach schon, Chad. Wir fressen sie, wenn sie uns austricksen will. Du wirst mich doch hoffentlich nicht abkitzeln. Irgendjemand auf dieser Insel kitzelt nämlich heimlich nackte Bärentatzen. So etwas würde ich niemals tun. Hey, Chad, wie lange bist du schon wach? Wach? Was ist wach? Wie lange läufst du denn schon herum und tust Dinge? Fahne essen, deine Freunde piesacken? Ich schätze so zwischen 2 und 5 Tagen, denn so lange existieren wir. Gut, das Erste, um das ich dich bitten möchte, ist, dass du dich auf den Rücken legst. Meinst du so? Ja. Ja. Ach, aber ich will meinen weichen Bärenbauch nicht so ungeschützt präsentieren. Es ist meine Pflicht, die Insel zu beschützen. Keine Sorge, Chad. Die anderen Bären werden die Stellung schon halten. Meinst du wirklich? Manchmal denke ich, wenn ich die Insel nicht beschütze, wer dann? Verstehst du? Mach dir darüber keine Sorgen. Ich glaube, dass dir der Schlaf guttun wird. Schließe einfach deine Augen, Chad, und dann wirst du schon sehen. Ich kann gar nichts sehen. Hallo? Ganz genau. Hey, ihr anderen Bären, kommt und seht euch mal an, wie schön Schlaf sein kann. Wir waren noch so jung. Zwischen 2 und 5 Tagen. Hey, Schlaf ist doch nicht das gleiche wie Tod. Wie fühlt sich Schlaf an, Chad? Ich kann nicht reden, weil ich schlafe. Siehst du, Chad, jetzt verstehst du es. Wie geht es dir? Ich bin kein Fan von dem, was du Schlaf nennst. Es ist beängstigend und dunkel. Nenn es, wie du willst, Barb. Nenn es, wie du willst. Weißt du, Schlaf lässt sich doch nicht einfach so an- und ausschalten. Schlaf entsteht als allmählicher Vorgang, als würde man in einen Brunnen ohne Boden schweben. Echt jetzt, Barb? Ich glaube, du brauchst etwas Unterstützung. Ein Schlafritual? Welche Dinge machen dich denn glücklich? Naja, ich renne gern Sachen um. Also, das passiert mir öfter. Oh ja, und ich esse sehr gern köstliche Farne. Ich denke eher an etwas, bei dem du dich entspannt und ein wenig faul fühlst. Was würde dich denn dazu bringen, deine Sorgen um die Insel kurz zu vergessen? Manchmal entspanne ich mich, wenn ich Vogelgezwitscher höre. Wenn ich drüber nachdenke, dann halte ich eigentlich immer Ausschau nach Vögeln. Oh, mir fällt noch was ein. Also meine rechte Schulter sitzt tiefer als die linke. Manchmal fühlt es sich toll an, wenn jemand sie ein bisschen anhebt, damit sie gerade ist. Ah, ja! Quick, quick! Das fühlt sich gut an. Es fehlt jetzt nur noch eine Sache, dann wäre es geschafft. Also, wenn ich ehrlich sein soll, ich fand das mit dem Kitzeln toll. Kitzel, kitzel, kitzel. Piep, piep, piep. Schulterbewegung. Oh. Er sieht so friedlich aus. Er sieht überhaupt nicht wie Chad aus. Okay, Barb, hilf uns auch beim Einschlafen. Genau wie bei Chad.